In der Landesberufsschule Waldeck gab es einen Wettbewerb der fruchtigen, geschmackvollen Art, nämlich den Manet Schüler Cup. Dabei ging es für die Teilnehmer, einen Cocktail für die Geschmacksnerven zu kreieren, und auch das Auge sollte dabei nicht zu kurz kommen. Wir sind heute hier in der Landesberufsschule in Waldeck bei dem Manet Cup. Wie ist man mit dem Verlauf bis jetzt zufrieden? Ja, wir sind an und für sich natürlich sehr zufrieden. Es läuft alles ganz toll. Wir sind ganz stolz, dass wir das als Berufsschule ausrichten dürfen. Es sind ausschließlich Tourismusschulen aus ganz Österreich bei uns. Das Besondere beim Manet Cup ist im Gegensatz zu allen anderen Wettbewerben, dass die Schüler nicht nur Cocktails mixen müssen und präsentieren müssen, sondern es wird auch das Wissen abgecheckt. Das heißt, es gibt Cocktailrezepte, die sie auswendig kennen müssen. Sie müssen Sirupe und Spiritosen am Geruch erkennen. Sie müssen sich dementsprechend präsentieren, also es wird alles zusammen gewertet und wir hoffen natürlich, unsere Buben sind momentan ganz gut drauf, dass wir wieder ziemlich weit vorne dabei sind. Und richtige Vorbereitung ist der halbe Weg zum Erfolg und deshalb sollte schon vorher jedes Detail am richtigen Platz liegen. Sie sind der Importeur der Produkte, die man braucht, um gute Cocktails zu mixen. Was macht einen so ein gutes Produkt aus? Ja, wir importieren die Produkte eben aus Frankreich. Ein guter Cocktail macht aus die Balance zwischen Geschmack, zwischen Säure, Fruchtigkeit, normalerweise auch vom Alkohol. Aber hier befinden wir uns ja bei einem alkoholfreien Cocktailbewerb und somit fehlt der Ingredienz Alkohol natürlich hier. Wie viele Produkte gibt es da, so, die man heute verwendet? Also Manet produziert weltweit so ca. 145 verschiedene Produkte. Wir in Österreich haben knapp 90, die da sind und alle Schüler und Schülerinnen, die hier vor Ort sind, verwenden eigentlich fast jedes Produkt von uns. Richtig dosiert und mit der nötigen Kreativität gingen die Schüler an die Arbeit. Wie geht es heute bei dem Wettbewerb? Sehr gut dabei, ja. Also wir müssen Sensorik, das heißt riechen von den verschiedenen Sirupe vom Manet. Dann müssen wir den Cocktail zubereiten und dann haben wir noch einen Fachwiss-Test. Entwickelt man eigentlich beim Cocktailmixen eine eigene Kreativität oder hält es sich da nach den Vorgaben, nach den Rezepten? Nein, es kommt darauf an, wenn man jetzt zum Beispiel einen Colada machen will, muss man sich natürlich dann halten, dass ein Schlagobers drinnen ist, aber es gehört natürlich dazu, dass man die Cocktails, die speziellen und die normalen auch kennt. Und für mich ist beim Cocktailmixen eigentlich nur die Kreativität im Vordergrund und dass es halt gut schmeckt und super ausschaut. Worin liegt die Besonderheit eines guten Cocktails? Also erstmal in der Garnitur, dass er schön und ansprechend aussieht. Dann gleich danach im Geschmack, wenn man ihn probiert, sollte es eine Art Geschmacksexplosion geben. Und dann sollte das Gesamtbild passen. Das Wort Cocktail entstand schon um 1800 im angelsächsischen Sprachraum und bezeichnete ursprünglich nur einen ganz bestimmten Getränketyp. Nach der ersten Definition war ein Cocktail ein stimulierendes Getränk aus Spirituosen, Zucker, Wasser und Bitterstoff. Schon bald entstanden aber Abwandlungen, die ebenfalls Cocktail genannt wurden. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden Cocktails zunehmend zum Oberbegriff für fast alle alkoholischen Shortdrinks. Dass es aber heute auch sehr viele gut schmeckende alkoholfreie Drinks gibt, bewiesen die Schüler bei diesem Wettbewerb. Monet ist entstanden im Mittel von Frankreich. Heutzutage ist die Firma 100 Jahre alt. Olivier Monet ist die dritte Generation. Am Anfang Monet war ein Likörproduzent und heutzutage wir sind nur mehr oder fast nur mehr Produzent von Sirup. Wir haben eine größere Auswahl weltweit. Heute Monet ist produziert in drei Ländern: in Florida für den amerikanischen Kontinent, in Europa in Bourges, in Mittelfrankreich und Kuala Lumpur für Asien. Wie schaut es eigentlich mit dem Produkt in Österreich aus? In Österreich, wir sind sehr gut. Ich bin jetzt schon 13 Jahre zuständig für Österreich. Damals war Monet ein ganz kleines Produkt. Heutzutage wissen wir sind ein Leader. Darum auch haben wir den Fokus auf die Jungs gemacht, weil das ist unsere Zukunft. Aber bevor es zur Prämierung ging, wurden die Drinks von einer Fachjury aufs Genaueste verkostet. Sieger wurde schließlich die Hotelfachschule Krems vor St. Johann in Tirol. Den dritten Platz belegte die Mannschaft von Waldeck.